Und ich würde sagen, wir packen den Drosselhalter. Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze, verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Genau, Rufus. Perfekt. Und dort oben bauen wir natürlich mal schnell die Signallampe für den Extraschein ein und können in die zur Außenkurve gehen und uns dort ganz einfach jetzt den Weichenstell-Dingster-Bumster holen. Ha, das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch. So, als erstes holen wir uns natürlich jetzt den Hebel. Eine fliegende Lampe, okay. Und dort haben wir noch eine Flasche. Flaschen nehmen wir natürlich auch mit, wer weiß, wofür wir mal eine leere Flasche benötigen. So, wir gehen natürlich zurück. Und als erstes packen wir jetzt mal den Hebel in die Weiche. Und verstellen die Weiche. So, einmal... Ohne mein Bike passiert da nichts. Okay, dann holen wir mal schnell das mein Bike. Nein, dorthin bitte, Rufus. So, ab ins Minenkahn. Und losfahren. Na, komm. So, absteigen. Genau, und einmal die Weiche bitte ändern, Rufus. Ha, perfekt. So. Jetzt haben wir natürlich die Weiche umgestellt und können zu Goal fahren mit dem Karren und so sie irgendwie einladen. Dann fahren wir los. Gut, dass sich dort alles von alleine wendet und wir haben natürlich auch die Sicherung gefunden für den Sicherungskasten. Okay, erstmal hoch zum Sitz. Na komm schon, nach oben zum Kran. Und dann bauen wir mal die Sicherung ein. So, wir haben natürlich wieder etwas geschafft. Die Sicherung ist eingebaut, wir haben den Kran repariert. Und jetzt heißt es am Hebel spielen. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Mist! Ach, verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Oh, am besten frage ich ihn mal. So, wir haben wieder einen Hinweis. Wir sollen ruhiger werden. So, wir haben eine leere Flasche. Können wir uns von seinem Schnaps was in unsere Flasche füllen? Das geht doch bestimmt. Denn er teilt doch gerne, nur wir dürfen nicht mehr aus seiner Flasche trinken. Geht das? Jetzt mach mal halblang. Du kannst ja gerne einen Schluck abhaben. Das heißt aber nicht, dass du gleich die ganze Flasche umfüllen darfst. Dann drück dich beim nächsten Mal etwas genauer aus. Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Also lass das bitte sein. So kriegen wir also nichts in die Flasche. Hallo! Was? Oh, hallo! Nee, das hilft uns alles nichts. Mach es gut. Und nie ohne Schutzbrille. Wie kommen wir jetzt an seinen Schnaps? Wir wollen auch leeren, ein bisschen was in die leere Flasche. Jetzt mach, du kannst das. Dann drück. Okay, so werden wir anscheinend nicht ruhiger. Signallampen sind sehr wichtig. Man sollte sie immer... Ja, ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrungen. Natürlich nicht. Okay, können wir ihn eins mit dem Schlüssel überziehen? Ein Achtkantschlüssel, sehr gut. Damit kannst du... Ja, ja und so weiter. Okay, gut, das hilft uns nichts weiter. Geben wir ihm einfach mal die leere Flasche. Hey, mit so einer Flasche könntest du den geheimen Leoparden... Ja, ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrungen. Natürlich nicht. Okay, wir können die also doch nicht abfüllen, aber wie sollen wir denn ruhiger werden, wenn wir sie nicht abfüllen dürfen? Vielleicht damit. Okay, das kann man nicht anklicken, schade. Ich dachte. So, können wir den Knopf noch? Ohne mein Bike passiert da nichts. Gut, das befürchtete ich, dass er das sagt. Den Hebel nochmal. Obwohl, den Hebel können wir anlassen, ist ja eigentlich egal. Und dann gehen wir nochmal hier hin und tauschen mal die Lampen aus.
Vielleicht, wenn wir da die rote einbauen, anstatt diese, dass er dann ein bisschen abgelenkt ist. Was ich nicht glaube, aber Versuch ist es wert. Autsch, heiß! Okay, zu heiß für Rufus. Das heißt, doch den Hebel dort oben wieder umlegen. Nach oben und Hebel umlegen. Und dann schnellstmöglich wieder zurück zur Lampe. Und dann tauschen wir die Lampen einfach mal aus. So, schneller Rufus bitte. So, jetzt haben wir die rote Signallampe dort wieder eingebaut und schalten die mal wieder ein und gucken, was passiert. Einmal nach oben aktivieren. So, jetzt leuchtet es natürlich wieder rot und die strahlt auch sehr rötlich. Was auch immer das zu bedeuten hat. Hallo! Hm? Was? Oh, hallo! Ich muss dann mal wieder. Mach es gut und nie ohne Schutzbrille. Wir brauchen doch etwas zu trinken. Jetzt mach du das, dann drück die... Okay, kriegen wir also immer noch nicht. So werden wir nicht ruhiger. Es hat uns also hier nichts gebracht. Hier können wir mit dem Bike eine Runde drehen. Wir gehen nochmal an den Hebel und versuchen es einfach nochmal. Man soll keine Sa- wenn man... Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Dieb, dieb, dieb. Mist. Ach, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Dazu hat er uns ja leider keine Antwort gegeben. Können wir nicht mit dem Sitz... Können wir vielleicht das Achtkanteisen? Das Werkzeug ist immer nur so gut wie die Hand, die es führt. Und dieses hier ist ziemlich nutzlos. Nee, Moment. Okay, das funktioniert also nicht. Die Lampe vielleicht? Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Wir haben noch hier ein Bein hinter. Können wir das nicht irgendwie für irgendwas verwenden? Ein Minecart, ein Trichter, ein Kran, ein Horizont, eine Goal. Aber nichts, was uns gerade irgendwie weiterhilft. Können wir nochmal im Schrott wühlen? Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Gut, das habe ich schon fast gedacht. Mit Doc reden hat uns jetzt auch nichts mehr wirklich gebracht. Ein Bein reicht mir. Können wir da nochmal durchgehen? Vielleicht haben wir da noch irgendwas vergessen. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich... Okay, mit der falschen Lampe kommt man da tatsächlich nicht durch. Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da hilft auch diese rote Funzel da nichts. Gut, also brauchen wir da wieder die weiße, um dort nochmal durchzukommen. Das heißt, wieder nach oben, wieder den Hebel umlegen und dann die Lampen nochmal austauschen. Also schnell, Rufus, schnell hin und tausch nochmal die Lampen aus. So, bitte einmal fleißig drehen. So, können wir den da vielleicht auch... Ne, den können wir jetzt nicht mehr austauschen, okay. Ne, können wir nicht mehr austauschen, gut. Das heißt, wieder nach oben, Hebel drehen und nochmal zurück und dann nochmal durch den Tunnel gehen. Vielleicht haben wir da irgendwas übersehen. Ich glaube zwar nicht, aber ein Versuch ist es wert. So. Wir sind an der Außenkurve und was sollen wir jetzt hier noch? Irgendwo haben wir da jetzt ein Häkchen bekommen. Hier können wir nur zurück oder zurück. Dann gehen wir wohl zurück. Vielleicht können wir es jetzt einfüllen, ich glaube nicht. Jetzt mach du das, Andrew. Hallo! Was? Oh, hallo! Zum Thema Frauen, zur Aufstiegsstation, interessante... Ich habe noch mehr interessante Herausforderungen. Immer her damit. Doc, ich bin zu unruhig. Ich bin zu unruhig. Das merkt man. Sieh dich doch nur an. Die Hände, die Augen, die Frisur. Hä? Du solltest etwas dagegen unternehmen. Unrast ist des Bastlers Tod. Wenn ich unruhig bin, dann meditiere ich immer. Meditiere? Ja. Probier's einfach mal aus. Also, leg dein Bein hinter den Kopf
und fixiere einen Punkt am Horizont. Warte, ich mach's dir vor. Okay, wir haben ja einen... Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Was ist denn los? Du fixierst ja gar nicht. Doc? Tja, er ist ganz in seine Trance versunken. Fixiere den Horizont. Lass ihn einfach auf dich wirken. Lass ihn einfach auf... Wir lassen den Doc mal lieber in Ruhe. Such dir einen Punkt am Horizont und fixiere... So, wir haben den Doc lieber mal in Ruhe gelassen. Der ist gerade so ein bisschen mit sich selber beschäftigt. So. Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. So, dann fixieren wir nochmal den Horizont. Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. So, ein Bein hinterm Kopf haben wir auch, also kann nichts mehr schief gehen. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Mist! Ah, verdammt! Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Wie können wir denn den Horizont fixieren? Ich habe später noch Zeit, meinen gefürchteten Drei-Punkte-Wurf im Trashcan-Ball zu üben. Okay. Das Werkzeug und dieses... Nee, Moment. Wir haben was hinterm Sitz. Also ein Bein hinterm Kopf. Wir haben im Wartungskasten haben wir eine Sicherung. Den Hebel, den Sitz. Nee, das macht auch keinen Sinn. Ein Bauteil, das nur dafür da ist, kaputt zu gehen. Als bräuchte man dafür ein extra Bauteil. Ja, das sehe ich auch so. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Okay, wir... Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Ich würde sagen, wir trinken noch mal einen Schluck. Ich habe Docs Fusel, die Quelle seiner ruhigen Hände und seines schlechten Atems. So, und dann betätigen das wir den Hebel. Das wird ein Kinderspiel. Einmal ein bisschen vorgespult. Das geht doch gerade irgendwie wieder schief. Okay. Mist. Ah, verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das nur aus? Am besten frage ich ihn mal. Können wir hier vielleicht noch was kaputt machen? Der ist bereits offen. Das Werkzeug ist immer nur dieses... Nee, Moment.